ersten. Hier. Ja? Guck mal, an alle Zuschauer da draußen. Redet hier nicht, ja, ich bin hier, meine Eltern kommen ursprünglich her und bla bla bla, ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, ihr seid keine Deutschen. Ich bin Deutscher. Wenn man Roy Black kennt, dann ist man Deutscher. Wenn man den kennt, ne? Ich weiß, was haben meine Eltern mir angetan als Kind. Warum kenne ich diese Lieder? Das ist was für Habib. Jetzt zeige ich dir so, mit was ich aufgewachsen bin. Ich war so 10 Jahre alt. Ich konnte nicht damals Schnee-Schnee-Schnappi hören. Meine Mutter hat mir das gezeigt. One ticket, please. Das war noch Musik, Barry White, Alter. Barry White, der Arme ist auch von uns gegangen. Alles Menschen, die noch singen konnten und richtige Texte schreiben. Ja, Mann. Jetzt machen einen Satz und den wiederholen die tausendmal. Amin, Bruder. Wie er das so schön beschrieben hat, ne? Meine Damen und Herren, wir haben ganz früh eigentlich eine Uhrzeit, wo wir Shisha rauchen würden. Und wir sind jetzt eingeladen bei Kanakische Welle. Ich freue mich drauf, Kanakische Welle Podcast. Mhm. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Heute hier im Mauerpark. Der Shire muss alles wieder zurückholen, ganzen Sport. Er hat jeden Tag 1000 Kalorien verbraucht im Fitnessstudio. Und jetzt auf der Tour, wir kamen nicht dazu, aufs Fitnessstudio zu gehen. Deswegen dreht er hier seine Runden und versucht auf 1000 Kalorien zu kommen. Aber bei dem Tempo, glaube ich, werden wir heute bis abends hier sein im Mauerpark. Also, ihr seid alle herzlich willkommen. Wie vielte Runde ist das jetzt? Locker die vierte oder fünfte. Die vierte, fünfte Runde? Ja. Die laufen bis nach da vorne, hier. Bis zu diesem bunten Regen. Genau, und dann laufen die ganz weit zurück. Bis hier. Bis zur Straße. Ja. Morgen Sixpack. Morgen hat er Sixpack. Oder Sevenpack wie ich. Schatz, also das ist, der ist... Was ist hier? Ist das eine Beach Lounge? Guck mal links. Normalerweise sonntags ist hier ganz viele Stände. Podcast bei meinem lieben Malcolm. Hey. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mal reden zu dürfen. Digga, ich muss safe zum Friseur, aber ja. Was sagst du, war die Sendung gut? Hat Spaß gemacht, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mich würde es freuen, wenn ihr mir folgt und der Kanakischen Welle folgt, das ist unserem Podcast. Habt ihr eine eigene Internetseite? Kanakische Welle. 1 Euro, Massage, Massage. Hey, nein, jetzt komm, reicht's! Wir arbeiten. Wir drehen gleich Straßeninterviews. Wir sind wo? Wilmersdorfer Straße. Wilmersdorfer Straße. Der Genius hat sich überlegt, seine Freundin herzuholen, von der Schein nichts weiß. Also er weiß nicht, wie sie aussieht. Er weiß, er hat eine Freundin, aber er weiß nicht, wie sie aussieht. Die wird vorbeikommen und dann den Rest sehen wir im Straßeninterview. Ich muss echt zugeben, weil ich hätte das überhaupt nicht gerechnet, weil alle deine Videos, ey, du bist so cool einfach, du weißt ganz genau, wie die Leute einfach zum Lachen kriegen. Ja, ja. Ich finde es echt ganz nice. Das freut mich. Respekt. Danke, danke. Aber ich finde es auch schade, wie manchmal, wie bestimmte Leute dich vor der Kamera dich dann behandeln. Das finde ich auch kacke. Ja, aber kannst nichts machen, ist so. Egal, Mann. Pass auf dich auf. Danke, du auch. Safe, Mann. Danke, alles Gute. Ciao. 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 Danke für euch, ja? Danke. Vielen Dank. Ciao, ciao. Kennst du Hot Girl Summer? Nee, ich hab. Bist du nervös? Ja. Sehr nervös, ey. Ich bin gar nicht nervös. Nee, wie will man das auflösen? Wie? Wie? Ja. Erstmal, ich löse es auf. Oder du löst es auf und sagst, das ist Spaß. Aber erst muss. Aber erst. Oder soll ich es auflösen? Ich löse es auf. Ich löse es auf. Ja, ich löse es auf.
Weil ich muss die ganzen Blicke einfangen. Okay. Aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist gut. Bei mir ist zu viel schon. Ja, das ist genau das. Okay. Naja, ich behalte ihn, glaube ich. Was? Weißt du was? Oh! Das war spontan. Hätte ich die Frage fragen lassen, hätte der gar nicht gefragt. Das war spontan. Kannst du dich nicht erinnern, dass ich dir die Frage gestellt habe? Ja, ich wollte eigentlich, so Richtung schon zu Ende gehen. Ich komme schon, sag, wie soll der denn aussehen? Du hast es auch probiert, der ist nicht drauf eingespielt. Ich soll ihm das geben, was er möchte und er Hallo? Möchte das geben. Tschüss. Oh, tschüss. Was? Komm mal hier. Hä? Komm mal, Scheiße. Starboy ist leider, muss seine Stimme schon, weil der redet ja den ganzen Tag nicht, damit er dann bei den Interviews die perfekte Stimme hat, gell? Ja, Cheyenne, hast du richtig gehört. Scheiße, auch rein, Mama, ja. Hast du heute erlebt? Ah, mich, ja. Perfekt. Peace, Nick, bis zum nächsten Mal, mich. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up. Watch my face, throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day.